Ach, was geht? Herzlich willkommen zurück. Wir spielen mal wieder mal Elex. Und letzte Folge haben wir, ist für mich auch wieder ein bisschen her, die Rüstung hier geholt. Ich habe gesagt, nächste Sache, die anstehen, waren Helm und Hose. Helm und Hose, ja. Aber wir sind ziemlich ausgebrannt. 500 Elixir. Ich habe gesagt, wir gehen wieder zurück nach Tavar. Okay, haben wir's. Und dann geht's hier weiter. Ja gut, wo machen wir denn weiter? Vor, oder? Ich muss noch mal schauen. Also wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen raus. Einfach, weil ich jetzt, glaube ich, eine Woche nicht gespielt habe. Ich schaue mir jetzt mal die Quests ein bisschen an. Und wenn es im Vor selbst nicht mehr viel zu tun gibt, ja, dann einfach vielleicht ein bisschen durch die Wüste durch. Aber da gibt es doch bestimmt noch was zu tun, oder? Da war auch gar nicht mal so viel, Alter. Mäuler stopfen, das können wir jetzt mal machen. Dann müssen wir dafür hin nach da vorne. Okay. Ja, jetzt ein bisschen Fußweg. Aber ich klatsche auf jeden Fall das Zeug weg, was hier alles noch hier ist. Sammle ein paar Sachen ein. Ich weiß noch nicht genau, wie wir wieder zu Elixid kommen sollen. Wir müssen jetzt ein bisschen einen auf Räuber machen. Also stehlen und auch wirklich Quests und Handlungen so anpassen, dass wir am meisten für uns rausbekommen. Ich habe, by the way, vielleicht fällt es euch nicht so auf, weil ich immer bisher die Schlaglautstärke... Oh, wie läuft der jetzt? Easy. Okay, der ist easy. Ich habe die Schlaglautstärke sonst immer angepasst, manuell. Über OBS. Nein, nicht über OBS, sondern über Videopad, meine ich. Aber Audacity habe ich das nicht gemacht. Das war mir dann doch zu filmig. Aber jetzt habe ich einfach mal im Spiel die Lautstärke etwas runtergedreht, weil es einfach ultra nervig ist, die ganze Zeit so fitzelig zu cutten, nur weil man mal kurz schlägt. Hier unten schaut es interessant aus. Alter! Ich treffe den Kollegen nicht. Ich habe auch schon gesehen, im Hintergrund kommt auch noch einer. Oh, das sind ein paar mehr. Also 1v1 sollte... Bitte schießt nicht, bitte schießt nicht, bitte schießt nicht, bitte... Okay, jetzt wird zuerst gespeichert und dann gehen wir da rein. Ey, du Pisser! Schießt mich ja an und meint, er kann sich verpissen oder was? Voll nicht. Auf dem Weg hierher wurde mir von der Wache IP geklaut, weil die sind mit mir rausgerannt und haben mir meinen Hordenwolf oder wie auch immer. Da hinten rennen sie. Die haben mir schon wieder IP geklaut. Das war mein Ripper. Ja. Schaut's bei dir aus da oben? Du kommst oder nicht? Okay, ja, also einzeln sind die halt echt gar kein Film. Okay, ich habe jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass hier weitergeht. Ich glaube, hier komme ich nur raus. Da hinten auch? Nee, oder? Würde keinen Sinn machen. Hier liegt noch irgendwas. Ich glaube, das ist für die eine Quest da, wo diese Megabombe gebastelt wird. Das war nichts. Das war nichts. Mhm. Das war nichts. Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie ich sowas hier hacken soll dann. Goldbündel. Okay, ja, die Sachen, die könnte man halt auch mal irgendwie suchen, ne? Aber Mäulerstopfen war da die falsche Quest. Ich glaube aber...
technischer Vorsprung. Okay, hohe Belohnung hört sich nice an. Raketen. Bohnen, was? Bohnenliebe? Wo war diese andere Quest? Okay, never mind. Also, ich werde mich auf jeden Fall noch drum kümmern. Da müssen wir, glaube ich, aber auch ein bisschen rumreisen. Komme ich jetzt hier echt nur raus? Ich glaube schon. Okay, was ein Fail. Dann gehe ich noch durch den... Ah, das Knochen, die nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube, dann gehe ich jetzt aber noch... Oh, die Goldader, ey, ich übersehe so viel. Maybe ist da oben ja vielleicht so ein kleines Gimmick versteckt, oder? Also ich schaue gerade nur nach da oben, falls da irgendwie eine Kiste ist oder eine Pflanze, eine seltene. Goldraune. Das ist die zweite, die ich jetzt finde. Die einfach auf dem Baum wächst. Okay, vielleicht hat es sich ja tatsächlich rentiert, hier hochzugehen. Ich kann es noch nicht einschätzen, weil ich noch nicht weiß, wie krass so eine Goldraune hier wirklich worth ist. Ah, jetzt kreucht hier auch alles. Oh, eine Pestratte. Die sind ja mittlerweile auch easy. Soll ich mal? Ich probier's mal, ja? Ich probier's mal. Schwierigkeitsgrad. Kampfverhalten passiv. Ausgewogen. Spielerschaden mache ich mal ein bisschen hoch. Ach, von... Ah, hier kann ich meinen Schaden einstellen. Okay, den mache ich auf normal. Gegnerschaden mache ich auch auf normal. Ausdauerkosten gering. Lasse ich, glaube ich, so, weil... Ich glaube, es ist nervig. Ich glaube, es ist einfach nervig, wenn die Ausdauer die ganze Zeit ausgeht. Mal schauen. Ich mache das mal auf normal. Minispiele. Ich kenne keine Minispiele. Okay, ja, probieren wir es einfach mal so. Ich sehe es jetzt schon, ich komme an einen Gegner ran und bin direkt tot. Ich laufe ich überhaupt noch richtig, Alter? Die Quest ist nicht ausgewählt. Aber ich bin gleich da. Dann schauen wir hier noch kurz vorbei. Irgendwas muss ja hier liegen, oder? Nicht euer Ernst. Ihr könnt doch nicht sowas hier in die Welt klatschen. Und dann ist das einfach nichts. Boah, wie hab ich denn echt weggeshootet gerade? Alter, ich hab den Arztreffer echt gut getroffen von der Entfernung. Und hier vorne sind Menschen. Ich glaube, das könnte gleich kriegerisch enden. Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Erzähl mir, was vorgefallen ist. Eine Gruppe Alps hat uns überrascht. Wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Fort gewesen, als sie uns aufgelauert haben. Die werden weggeschlachtet. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da hatten sie uns abgeschlachtet. Wie hast du überlebt? Er ist gerannt. Ich konnte mich rechtzeitig verstecken. Oder so. Scheiße nochmal, ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden. Dachte, ich kann ein paar leichte Aufgaben im Fort erledigen. Falsch gedacht. Stattdessen werde ich rausgeschickt. Und muss mit ansehen, wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird.
Du bist ein Läufer? Ja. Das ist der unterste Rang im Fort. Er sagt irgendwie ein bisschen stolz. Zugang zu Rüstungen und ein paar von den geilen Stims. Aber das war's auch erstmal. Wenn man bessere Ausrüstung möchte, muss man sich schon hocharbeiten. Das war genau das, was ich vorhatte, bevor dieser ganze Mist hier passiert ist. Was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir kommen. Alleine überlebe ich den Marsch ins Fort niemals. Ich hatte Glück, dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde. Bitte, du musst mir helfen, dass ich Hank Bericht erstatten kann. Okay, ja, Hank schickt mich ja eh schon. Hank schickt mich. Echt? Das ist gut. Wir müssen das Fort informieren, dass die Nachschubrouten nach Abessa nicht mehr sicher sind. Hank sagt, wir dürfen es niemandem erzählen. Wieso sollten wir es niemandem erzählen? Die Leute müssen erfahren, dass die Routen nicht mehr sicher sind. Wir müssen es allen sagen. Hank hat Angst, dass eine Panik ausbrechen könnte. Das ist doch Blödsinn. Also, naja, selbst wenn, es ist viel wichtiger, dass niemand mehr diese Route bereist. Okay. Das kann ich safe nicht machen. Ja. Ich will ihr keine Splitter geben. Überleben habe ich nicht. Suggestion kann ich nicht. Also muss ich ihn jetzt zurückbringen. Ich werde dich zum Vorbringen. Wir sollten noch ein paar Warenkisten von ihr mitnehmen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Er smoked erstmal. Eine Wasserflasche. Okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, Warenkisten und so. Ah, Warenkiste ist ein bisschen dicker. Eine von fünf. Lol. Hier liegt noch eine. Habe ich denn alle fünf? Ey, ich will die Alps wegschlachten. Drei. Vier. Ah, okay. Warenkisten wären erstmal alle da. Ich will aber nicht, dass der Typ plappert im Lager. Im Lager. Okay. Ich helfe dir zurück ins Fort zu kommen. Ich danke dir. Ich habe wirklich Schiss alleine hier draußen. Am besten gehst du voraus. Ich werde dir folgen. Jetzt ist die Frage, ob ich mich einfach zum Fort teleportieren kann. Und er kommt einfach mit. Wir probieren es, ne? Ja, gut. Easy one, würde ich sagen, wa? Endlich. Ich kann es nicht fassen, dass ich heile aus der Sache herausgekommen bin. Hier, das ist alles, womit ich dir danken kann. Ich werde das Fort nie wieder verlassen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich werde sofort zu Hank gehen und ihm Bericht erstatten. Die Leute müssen erfahren, dass unsere Nachschubroute zwischen dem Fort und Abessa nicht mehr sicher ist. Ich kann jetzt nicht. Junge, das machst du nicht. Ich rede zuerst mit Hank. Und vielleicht bekomme ich die Quest, ihn abzuschlachten. Wenn er nicht ruhig ist. Hey, dann wären wir wieder so in dem Modus, dass wir für mehrere Leute gleichzeitig oder für mehrere Quest-Optionen gleichzeitig sind. Und das gibt, denke ich, mehr Erfahrung und mehr Gold. Ich hab's gewusst. Macht halt in dem Moment mehr Sinn. Also 300 Elixit haben wir eh schon bekommen. Was auf jeden Fall gut ist, wenn wir 500 hatten gerade eben noch. So, Hank ist hier drin. Hank ist nicht hier drin. Ah, Hank ist hier drin. Ich hab deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Aber du Idiot hast zugelassen, dass Kit hier ins Lager gekommen ist. Shit. Du hast behauptet, du kümmerst dich um das Problem. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Da du deine Aufgabe nicht ordentlich erfüllt hast, sehe ich auch keinen Grund, dich dafür zu bezahlen. Und jetzt verschwinde. Ja, gut. Doof gelaufen. Oh Mann, ich dachte echt, ich kann jetzt irgendwie noch das Problem lösen. Scheiß Kid.
Okay, dann wäre das Problem ja weg. Wo müsste ich denn hierfür hin? Okay. Hätte man ja gleich machen können, wenn man eh schon dort ist, ne? Okay, die sind doch vorhin gerade noch rausgerannt. Wieso sind die jetzt auf einmal zu dritt? Reisende Händler, ach so. Hallo, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Ja, hätte ich schon Bock. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Okay. Reines Elix. Nicht viel, aber nehme ich mit. Ja, gut. War's eigentlich fast sogar schon, Kollege. Also wir sind ja immer noch so weit, dass wir sagen, Elix-Tränke bringen uns natürlich sehr, sehr weiter. Ist die Frage, ob ich irgendwann tatsächlich noch dann diese, also nicht Statuspunkte, Attributspunkte, sondern halt auch Lernpunkte herstelle. Aber aktuell komme ich echt noch gut klar. Ich lerne halt auch nicht so viele Fähigkeiten. Aber vielleicht würde das demnächst mal mehr Sinn machen, als die ganze Stärke, Geschick und sowas zu skillen. Okay, war ich hier hinten schon? Das kommt mir alles so bekannt vor, wegen diesen Kuppeln. Oder? Also ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, der hatte dann irgendwie so verschiedene Kuppeln, aber ich glaube, das war nicht hier. Tränke habe ich genug, weil es kann auch gut sein, dass das eine andere Stelle ist, an der ziemlich viel los ist, sage ich jetzt mal. Und dann müssen wir dann natürlich aufräumen, ne? Also ganz klar. Oh, hier sind ein paar Aasfresser. Da kommt her. Alter, unterbrich mich nicht. Ja, Mann. Mit einem schweren Reingehen. Oh, oh, oh. Okay. Ich könnte auch mal das Fleisch braten, oder? Dann habe ich nicht die ganze Zeit so Probleme mit dem, mit den Heiltränken. Was bist du? Irgendein Licht. Oh, das schaut aber auch interessant aus da hinten. Ah, ich habe trotzdem Angst. Oh Gott, ja, ich weiß auch, wieso ich Angst habe. Soll ich den shooten einfach? Kann ich das? Das ist schon sehr wenig Schaden, was ich da mache. Ich würde immer noch gerne wissen, wie ich das Zeug da unten wechsle. Wo rennst du jetzt hin? Ah, es war ein Bait. Es war ein Bait! Okay, nee, ich geh weg hier. Die sind mir dann doch noch eine Nummer zu krass. Hau ab! Alter, er chased mich einfach bis zum Ende der Map. Okay. Dann geht's mit dem Ripper hier weiter. Dem ich keinen Schaden mache. Ich mache mir echt einfach nur Sorgen eigentlich um die Tränke. Fuck, wo habe ich zuletzt gespeichert? Oh nein! Nein, wo habe ich gespeichert? Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Okay, perfekt. Perfekt. Gott sei Dank, ich dachte, ich darf jetzt nochmal Kit ins Lager führen. Hier vorne ist ein Alps, oder wie? Ich sehe nur Truhe, ist viele Ripper. Ich kann, glaube ich, auch aus der Luft schießen. Ja, gut, denken die sich auch. Ja, ich ziehe noch einen Pott rein. Ich muss erstmal einen hier losbekommen. Okay, einer ist weg. Was noch nichts heißen muss. Ey, die halten aber auch aus. Renn, 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 renn. Okay, ich mache wieder mein Luftjump. Alter, ich komme denen direkt ins Gesicht, wenn ich hier runterkomme. Renn, renn, Junge, renn. Also so ein Kiten geht schon natürlich auch, ne? Ich weiß bloß nicht, wo ich hier so richtig Pfeile herbekomme. Vielleicht müsste man da mal in die Herstellung gehen. Komm, 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 komm. Okay, der andere hat gefailt. Ah, fuck. Wieso kommen die denn alle drei jetzt hat? Hey, so geht es, so geht es. Oh, 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 okay, okay, okay. Hey! Langsam, Junge, langsam. Fuck. Ey, das ist echt stressig, vor allem da hinten sind noch mehr. Wenn die jetzt auch noch kommen, dann ist richtig GG angesagt. Oh mein Gott, der Aim. Ha! Perfekt gedodged. Jetzt hol ich noch mal ein bisschen Gift rein. Was halt echt leider keinen Schaden macht. Soll ich jetzt im Nahkampf spielen? Es macht halt keinen Sinn, wenn die von beiden Seiten auf mich einhämmern. Meine Fresse. Endlich habe ich einen isoliert. Ich weiß nicht, wieso der andere nicht angreift, aber ich brauche es auch echt nicht. So, jetzt hat. Alter. Du und ich jetzt 1 gegen 1, Kollege. Ich glaube, auch mit einer Kuh würde ich den übelsten Schaden drücken. Habe ich jetzt die Kombo-Schwierigkeit erhöht? Ich glaube schon. Weil ich merke, dass meine Kuh nicht mehr so oft reachable ist. Nervig. Ein bisschen. Aber ich habe auch noch nicht den Trick raus. Ja, und jetzt? Ja, ich dachte, ich treffe hier Alps. Okay, Markierung ist immer noch da. Ja, dann geht's jetzt direkt zurück, oder wie? Okay, ja, nee, dann wird hier noch, glaube ich, ein bisschen gelootet. Mal ein bisschen pennen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Sparen wir uns auch ein bisschen die Tränke.
Oh, da ist sogar ein Trank, sehe ich gerade. Ein kleiner Mana-Trank. Okay. Ich habe da hinten auf jeden Fall noch Ripper gesehen. Auch wenn ich keinen Bock auf die Viecher habe. Die werden weggeschlachtet jetzt. Und ich brauche mehr Pfeile. Also ich habe nur noch 28 und so schnell wie der die schießt. Also ganz ehrlich, da kann man sich schon mal irgendwie ein 500er Packen rauslassen, würde ich behaupten. Nee. Ach, das sind gar keine Ripper. Komm, bleib stehen. Treffe ich den eigentlich die ganze Zeit? Okay, ich glaube kaum. Oder waren es davor schon Ripper und das hier ist jetzt einfach was anderes? 200 Erfahrung, doch, das ist was anderes. Das ist was Böseres. Okay. Komm, die bewachen aber hoffentlich was Gescheites. Kuh, Kuh, Kuh. Ach. Metallschrott haben sie. Kann man auch irgendwie ein bisschen was Besseres looten. Aber. Ah, ich hab mir gedacht, das schaut aus wie dieses Spinnenteil, wo hier noch eins ist. Schön, dass der auf jeden Fall so ranspringt. Und das. Also da muss man nicht wirklich gucken. Hopp, hopp, kuh, kuh, kuh. Ey, die hört mir auf. Scheißripper. Okay. Da ist noch einer. Jetzt versuche ich mir meine Kugeln zu machen. Gut, hat's nicht gebraucht. Ich wollte sie aber unbedingt mal wieder einsetzen. So, allein, dass man zeigt, ich kann's noch, ja? Ja, was geht hier ab? Da ist eine Ader. Ein Knochen. Ich glaube, da fliege ich aber auch mal hoch. Moment, Pressluft da mal raus. Ich glaube, Effektlautstärke kann ich doch ein bisschen lauter machen. Hoffe ich. Ich hoffe, ich bereue diesen Schritt gerade nicht. So, ist hier irgendwas? So, wo kann ich hier am besten landen? Ich versuch's mal. Komm, komm, ne? Ja. Ja! Okay. Wir kommen da hoch, okay? Es liegen da. Hallo, bitte, hör auf zu laggen. Da liegen doch Menschen. Die kann ich ausnehmen. Okay, nächster Schritt nach da. Fuck, ich habe die Menschen zu spät gesehen, weil ich will mich dann oben auch schon ein bisschen umschauen. Okay, hier ist erstmal nichts. Schon wieder sehr belohnend. Da ist eine Ripperhöhle. Ist hier oben irgendwas? Ich glaube nicht. Wow. Hat sich rentiert auf jeden Fall. Den Ripper holen wir noch. Dann gehe ich zu den Leichen da unten und nehme die aus. So, mich erschrickst du nicht. Und du killst mich, du killst mich! Ey, Junge, bleib mal locker hier, ja? Bleib mal ganz geschmeidig. Oh fuck, da ist noch einer.
Ich habe ihn beschworen. Oh, meine Kuh bekommst. Du. Ey, das. Das. Ich bin hier unten. Okay, drauf geschissen, Alter. Für den Ripper fliege ich das nicht nochmal ganz oben. Aber die nehme ich schön aus. Okay, ja, Quest geben wir in dieser Folge auf jeden Fall noch ab, würde ich sagen. War recht dunkel da drin. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier mit den Quests schon eigentlich größtenteils durch sind. Würde ich sagen, also. Da war es zwar jetzt auch nicht so groß. Aber ich glaube, so viele Folgen lang war ich jetzt nicht hier, oder? Wo ist der? Ist der außen? Der pisst, oder? Nee, Bill. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. 1400 Erfahrungen. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich ja auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixit? Ja. Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die später nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? Ich glaube nicht. So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Wie jeden hier, weißt? Meine Tage hier sind bald ge... Okay, ja, den verfolge ich auf jeden Fall. Ich muss mich aber auch auf den Hinterhalt gefasst machen. Jetzt hast du nichts zu lachen. Tja, was soll die Scheiße jetzt? Warum hast du Bill angegriffen? Darum. Ach ja. Schönen Gruß vom Müllbaron. Was erzählst du da? Hör mal, Alter, tut mir ja leid, dass ich dein kleines Geschäft gestört habe. Aber wenn der Müllbaron mir sagt, bring den Typen um, dann mache ich das auch. Beides interessant. Gib mir nur einen Grund, warum ich dich nicht auf der Stelle töten sollte. Hör mal, Arschloch, bist du taub? Ich habe doch gesagt, das war nicht meine Idee. Wenn du ein Problem damit hast, geh zum Müllbaron. Ich bin fertig hier. Was willst? Hast du noch immer nicht kapiert, dass wir beide nichts zu besprechen haben? Also tu mir einen Gefallen und verpiss dich endlich. Oh mein Gott. Zieh Leine. Ich würde ihn gerne abschlachten. Zieh Leine. Zieh Leine. Fuck! Ich würde ihn richtig gerne abschlachten. Zieh Leine. Ja, ja, komm, Witz. Ich hab's verstanden. War sein Versteck hier? Alter, ich nehme diese Bude aus. Wird alles mitgenommen. Ey, ich hab... Das waren echt eine Menge Elixit. Aber soll ich doch noch zum Müllbaron gehen und die Scheiße hier klären? Ich wollte den Riegel haben. Ich will den Riegel. Gib mir den Riegel. So, ich habe zwar kein Elixit, aber den Energieriegel. Müllbaron, Alter. Ja. Also ich will hier nur mal anmerken. Mad Bob war's, ja. Ich will hier nur mal anmerken, ich bin Berserker, ja. Und ich habe hier nichts zu verlieren. Das heißt, wenn ich Stress mit den Leuten anfange, dann ist das meine Sache. Mal, stopp, hä? Der ist doch nicht hier, oder?
Alter, ich schwör's euch, ich nehme diese ganze Stadt noch aus. Die werden hier komplett ausgeraubt. Alle. Und alles. Ich werde überall Taschendiebstahl machen und ich werde alle Häuser ausnehmen. Was sollte die Sache mit Bill? Ah, du hast meine Nachricht erhalten und stellst jetzt die Preisfrage. Oder hat Bill etwa überlebt und dir meine Glückwunschkarte überreicht? Wie dem auch sei. Ich hatte dich gebeten, mir den Namen desjenigen zu nennen, der mich als Mad Bob bezeichnet hat. Deine Antwort ist ungenügend ausgefallen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir etwas verschweigt. Das ist dir jetzt hoffentlich klar. Aber betrachten wir die Sache damit als erledigt. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre ungerecht zu meinen Freunden. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zwei weiter Freunde bleiben wollen, nicht wahr? Ich will mein Elixid. So eine Scheiße mit der Kacke hier, Alter. Wenn dem jetzt echt 10.000 Elixid gegeben hätte, ne? Und nur weil ich den Namen nicht sagen wollte. Ich schaue im Internet nochmal nach, ob man das hätte machen können mit Bill. So ein Rotz. Okay, erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn ich mit Mad Bob einfach auch weggeschlachtet, ist mir kacken egal, wirklich. Also, wir sehen uns einfach nächste Folge. Bis dahin, haut rein.